Lufthansa 498, prüfe Lima 3 oder Lima 1. Lima 3 ist okay, Lufthansa 498. 498, Lima 3, line up 25 Center, expect departure 2 minutes. Lining up runway 25 Center, Lufthansa 498. Gut, wir dürften schon auf die Startbahn draufrollen. 828 for Charlie, cleared Castro, Cessna 107 Mike, flight plan route, climb by a sit, flight level 70, Spock 2047. Lufthansa 828, say again, the departure name only, departure name. Maroon, 7 Mike. Okay, Lufthansa 828, clear Castro, Maroon 7 Mike, flight plan route, climb by a sit, level 70, Spock 2047. Lufthansa 828, correct. Lufthansa Correction. 2 E-Jet, 2 Echo, 2 Jet, Charlie Current. Cleared Fuerteventura, Aniki 1 Lima, Flight Bandroute, Climb by a Sit, Altitude 4000 Feet. So, wir rollen auf die Startbahn drauf, auf die Runway 25 Center. Müssen dann aber noch kurz warten, bis wir die Startfreigabe erhalten, weil auf der südlichen Parallelpiste noch ein anderes Flugzeug gerade im Anflug ist und der muss erst landen und abbremsen, bevor wir starten dürfen. Weil diese beiden Parallelpisten nicht unabhängig voneinander zu betreiben sind. Und ja, deswegen dauert das jetzt hier noch einen Moment. So, wir sind auf der Startbahn ausgerichtet. Ich halte hier an und dann warten wir einfach auf die Startfreigabe. Ja, schönes Bild hier mit der Skyline von Frankfurt und dem Terminal 2. Ich schau mal, ob man den sehen kann, der hier im Anflug ist. Ja, hier auf dem EFB sieht man ihn schon. Der müsste jetzt hier gleich zu sehen sein. Ja, der wird dann hier auf der anderen Piste landen, parallel neben uns, auf dieser Piste 25 links. Noch kann ich ihn nicht sehen, aber wir haben ja auch einen wolkenbedeckten Himmel heute. Das ist eine Condor 767 laut EFB. Lufthansa 498, 200 degrees, 8 knots, runway 25 center, clear for takeoff. Lufthansa 498, clear takeoff, runway 25 center. Gut, wir dürfen starten. Was mit dem Landen nun ist, weiß ich jetzt nicht, aber wir machen dann jetzt einfach los hier. So, die Triebwerke laufen gleichmäßig hoch, dann take off. Take off power set. Condor 367, willkommen in Frankfurt. Taxi to Cut 2, 3, checked. Deutschland 25 Center via Mike and Mike 8. Hollywood 25 Center, Mike and Mike 8, Condor 367. So, der Start kann nicht mehr abgebrochen werden. Hold at Cat2, holding point, Condor 367. Lufthansa 1 X-Ray Charlie, Taxi via Uniform, Sierra, Road Short of Sierra 1-1. Taxi via Uniform, Sierra, 1-1, 1-X-Ray Charlie, of course, you are clear to cross Uniform 2, 4, 6 and 8. So, Fahrwerk rein, gehabt. Lufthansa 498, identified, call departure 20-150, tschüss. 120150, Lufthansa 498, ciao. Frankfurt Tower, Eurowings 155666. So, wir rufen den Abfluglotsen. Lufthansa 2911, right heading 260, descent 4000 feet, QNH 1014. Right 260, 4000 feet, QNH 1014, Lufthansa 2911. Frankfurt, gute Lufthansa 498. 2200, climbing flight level 70. Lufthansa 498, lang identified, climb flight level 130. Climb flight level 130, Lufthansa 498. So, wir dürfen auf 13.000 Fuß steigen. Ich drehe das hier im Autopilot ein.
So, wir nehmen die Nase runter, um zu beschleunigen, aber sehr viel können wir sie auch nicht runternehmen, die ist schon ziemlich niedrig. Die sind ja auch heute sehr schwer. Ja, und dann, der Autopilot fliegt dann jetzt auch. So, Flaps 10. Lufthansa 9 Kilo Alpha, die ist at 4000 feet, QNH 1014. 4000 feet, QNH 1014, Lufthansa 9 Kilo Alpha. So, Flaps 5. Flaps 1. So, den Fahrwerkshebel können wir auf Off stellen. Lufthansa 2911, speed 220 or more. 220 or more, actually we are 250, Lufthansa 2911. Yeah, I know, but if you want you can decrease, but still 220 or more. Thank you. 20 or more. Flaps up. Gut, und dann steigen wir erstmal mit der Minimum Clean Speed hier weiter hoch bis 10.000 Fuß und werden dann weiter beschleunigen. Ja, die PECS Twin Tree können wir wieder anmachen. Und dann mache ich hier schon mal alle Lichter aus, die wir nicht mehr brauchen. Ja, wir haben die Transition Altitude von 5000 Fuß passiert, dann stelle ich auf den Standard Luftdruck um. Ja, und dann können wir jetzt eigentlich auch schon weiter beschleunigen auf 357 Knoten. Können wir ruhig ein bisschen früher schon machen, wir sind hier im Luftraum Charlie, da darf man so schnell fliegen unter 10.000 Fuß. Ja, unser optimales Level zeigt dabei 299 an, das habe ich mir schon gedacht. Also wir werden, laut Flugplan sollen wir auf 28.000 Fuß erstmal steigen, aber ich denke, ich werde dann gleich direkt 30.000 Fuß, also Flight Level 300, requesten. Ja, man sieht es hier auf dem EFB, hier ist der Flughafen, die blauen Flugzeugsymbole, die man hier sieht, das sind alles Flugzeuge, die entweder gerade starten oder im Anflug sind. Ja, und wir sind auf der Centerpiste gestartet, also die mittlere der drei Parallelpisten, und sind dann diese blaue Abflugroute hier geflogen, die fliegen wir auch immer noch. Und ja, man sieht, die macht hier so einen Bogen Richtung Süden, bevor man dann wieder zurück Richtung Norden dreht. Das ist die sogenannte Südumfliegung, die ist eingeführt worden, ja, vor etwas mehr als 10 Jahren, als die neue Landebahn eröffnet worden ist. Ja, um einerseits Konflikte zu landenden Flugzeugen auf der neuen Piste zu vermeiden und andererseits um halt den Lärm, also um eigentlich soll für die Region dadurch auch eine Lärmentlastung
entstehen, aber ob das wirklich der Fall ist, ist sehr zweifelhaft. Also ich würde es mal eher Lärmverlagerung nennen, von der einen Region zur anderen. Ob das, also ich glaube nicht daran, dass das so viel gebracht hat. Aber da steckt man sowieso nicht drin. Wir müssen uns einfach nur dran halten und das abfliegen. Gut, Langen Radar, also der Center, ist leider nicht online. Das heißt, der Schiff muss wahrscheinlich gleich auf Unicom. Aber ich sehe, es ist hier Amsterdam Radar online. Das heißt, den können wir auf jeden Fall später bzw. gleich dann rufen. Ja, wir fliegen jetzt hier noch den Rest unserer Abflugroute bis zu diesem Waypoint Uboka. Ab da beginnt dann unsere ganz normale Flugplanroute. Ja, der Verkehr in Frankfurt würde ich sagen mittelmäßig, aber so hier im Luftraum ist eigentlich gerade ziemlich wenig los. Also da müssen wir uns überhaupt keine Sorgen machen, gerade dass uns einer in die Quere kommt. Ja, dann erzähle ich mal ein bisschen was noch zu unserer Route. Also wir sind, wie gesagt, 2028 Lufthansa 498, ciao. Gut, ich gehe gerade erstmal auf die Unicom-Frequenz. Ich pre-selecte auch schon mal Amsterdam Radar. Dann haben wir den auch für gleich direkt drin. 125.750. Gut. So, bevor ich jetzt hier was zur Route erzähle, ich stelle noch gerade die Reiseflughöhe hier im Autopilot ein. Wie gesagt, 28.000 Fuß ist zu niedrig. Ich stelle direkt 30.000 ein, so dass wir dann da hochsteigen können. Ja, ich werde auch schon mal die Winddaten requesten hier, damit wir eine bessere Berechnung haben, wann wir ankommen. Ja, die Speed habe ich wieder auf Auto gestellt. Der kann jetzt hier das fliegen, also die Econ Speed fliegen. So, die Winddaten sind ready, dann laden wir sie einmal rein. Ja, und dann gibt er uns hier eine errechnete Ankunftszeit von 22.43 Uhr Zulu. Das wäre dann 0.43 Uhr deutsche Zeit. Das wäre, ja, muss ich jetzt mal gerade überlegen, das wäre 22 Minuten früher als geplant. Da sind wir auf jeden Fall gut in der Zeit. Das wird sich zwar noch ein bisschen nach hinten verschieben, weil ich gleich noch die Arrival Route eingeben muss im FMC. Aber wenn wir schon 22 Minuten früher als geplant dran sind, dann werden wir auf jeden Fall innerhalb des geplanten Zeitfensters ankommen. Da müssen wir uns keine Sorgen machen, da müssen wir auch heute nicht unbedingt schneller fliegen. Ja, das ist schon mal eine ganz gute Sache. So, ich denke, die Passenger Signs können jetzt ausgeschaltet werden. Wir sind hier nicht mehr in den Wolken drin, das Wetterradar zeigt auch nichts an. Das Schnallen können die sich ruhig erstmal abschnallen. Ja, und dann erzähle ich mal noch ein bisschen was zu unserer Route heute. Ja, wir sind heute gestartet in Frankfurt auf der Centerpiste. Ich gehe auch noch mal gerade hier in die Bodenansicht. Also das ist der Frankfurter Flughafen. Man sieht jede Menge Flugzeugsymbole, also hier ist ordentlich was los. Und ja, üblicherweise wird in Frankfurt auf der südlichen Parallelpiste und auf der nördlichen Parallelpiste gelandet. Und auf der Centerpiste und auf der Runway 18, das ist die sogenannte Startbahn West, da wird gestartet. Also man hat im Normalbetrieb zwei Startbahnen und zwei Landebahnen. Und ja, wir sind heute auf dieser Centerpiste hier gestartet und sind dann die Uboka to Mike Abflugroute geflogen. Das ist diese blau gekennzeichnete Route hier.
Da sind wir auch noch drauf. Wir fliegen gerade den Waypoint Ditam an. Danach kommt der Waypoint Oboka. Dort endet dann diese Abflugroute und dann fängt die ganz normale Flugplanroute zu unserem Ziel-Airport an. Ja, nach dem Start sind wir, wie gesagt, diese Südumfliegung geflogen. Wir mussten also einmal kurz Richtung Süden drehen, etwas an Höhe gewinnen und konnten dann wieder nach Norden zurückdrehen. Jetzt fliegen wir gerade Richtung Oboka und Oboka liegt, ja, ich weiß es nicht ganz genau, aber irgendwo zwischen Köln und Düsseldorf. Also wir fliegen auf jeden Fall über Köln hinweg und wahrscheinlich auch über Düsseldorf. Ja, und dann geht's weiter Richtung Niederlande. Wir werden nördlich von Maastricht heute langfliegen. Wir werden südlich von Amsterdam langfliegen. Wir werden auch südlich von Rotterdam entlangfliegen und fliegen dann ja über den Ärmelkanal Richtung London und werden London einmal von Osten nach Westen überqueren. Ja, es geht dann weiter Richtung Westen, von England nach Irland rüber. Da werden wir dann südlich an Dublin vorbeifliegen, bevor es dann rausgeht auf den Nordatlantik. Und wie man hier sehen kann, das sind die Nordatlantik-Tracks, die heute gelten. Wir fliegen heute den Nordatlantik-Track Echo, also den südlichsten dieser Tracks. Und das ist recht unspektakulär, da fliegen wir die ganze Zeit nur über Wasser. Ja, bevor wir dann hier die kanadische Küste erreichen und dann, ich glaube, dieser Teil des Landes nennt sich Labrador, ich bin mir da aber nicht 100% sicher. Bevor wir dann über, also Kanada reinfliegen, und dann runterfliegen Richtung Quebec. Ja, wir werden die kanadische Stadt Quebec überqueren. Ich glaube, wir kommen sogar auch noch an Montreal vorbei, so wie es aussieht. Werden dann nördlich an Toronto auch vorbeifliegen und werden dann hier zwischen den großen Seen, die sich hier an der kanadisch-US-amerikanischen Grenze befinden, die werden wir ja komplett durchqueren, diese großen Seen. Werden auch teilweise drüber fliegen, werden nördlich an Detroit vorbeifliegen, um dann hier, dieser etwas schärfere Knick ist, da werden wir dann über Chicago einen südlichen Kurs einschlagen, also wir werden Chicago ziemlich genau überfliegen, wir werden dann einen südlichen Kurs einschlagen, um die USA von Norden nach Süden zu durchqueren. Es geht dann weiter von Richtung Süden nach St. Louis. Wir kommen an Little Rock vorbei. Wir werden Houston überqueren in Texas, um dann hier an der Küste des Golfs von Mexikos entlang zu fliegen. Weiter Richtung Süden, Richtung Mexico City. Ja, und dann, ja, sobald wir dann hier die Küste entlang geflogen sind und wieder aufs Festland eindrehen, erreichen wir dann auch schon Mexico City. Unser letzter Waypoint hier ist Enaga. Ab da beginnt dann die Anflugroute. Ich gehe mal davon aus, dass die Runways 05 aktiv sein werden. Dann werden wir wahrscheinlich auf der Runway 05 Right landen. Und das ist dann die Enaga 2 Alpha Anflugroute. Ich habe die auch mal gerade einprogrammiert. Jetzt sieht man es hier. Also hier ist der letzte Waypoint Enaga und diese blau gekennzeichnete Route ist dann unsere Anflugroute. Ja, ob es wirklich dann diese Anflugroute wird und die Runway 05 Right, das kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit nicht sagen, aber laut Wettervorhersage soll das später so der Fall sein. Aber wir wissen ja alle, wie das mit den Wettervorhersagen ist. Da kann man sich nicht hundertprozentig drauf verlassen, deswegen ja, geben wir das erstmal ein, damit wir auch eine korrekte Berechnungsgrundlage haben, aber wir müssen davon ausgehen, dass sich das auch nochmal ändern kann. Ja, dann hier der Flughafen von Mexico City, die Bodenansicht. Wir werden wahrscheinlich, wie gesagt, auf dieser Piste 05 rechts landen, abbremsen und dann hier nach links abrollen, die andere Parallelpiste überqueren, um dann zum Gate zu rollen. Ich werde heute versuchen, das Gate 26 zu nehmen, wenn es geht. Das ist für Heavy-Flugzeuge, also Flugzeuge unserer Größe, ausgelegt.
Ja, und dann hätten wir unser Ziel dann erreicht. Ja, das soweit erstmal zur Route. Ich gehe jetzt mal hier wieder in die Autoansicht zurück. Ja, und dann sind wir mittlerweile auch schon über Köln hinweggeflogen. Wir fliegen schon Richtung niederländische Grenze und ich denke, der Amsterdam Radar oder vielleicht der Brüssel Radar, der ist auch online. Einer von beiden wird dann mit uns Kontakt aufnehmen wollen. Der wird uns dann sicherlich eine Nachricht zukommen lassen, dass wir den kontaktieren sollen. Ja, da warte ich einfach ab, was passiert. Und wer von beiden uns, also wen von beiden wir dann rufen sollen. Ja, wir sind noch immer im Steigflug. Ich schau mal gerade. Ja, wir befinden uns gerade auf 24.600 Fuß. Das ist auch genau die Höhe, wo der obere Luftraum in Deutschland beginnt. Ja, wir steigen auf 30.000 Fuß. Geplant waren eigentlich erstmal 28.000 Fuß, aber wir sind... Ja, wir können auch schon auf 30.000 Fuß steigen. Das ist dann auch unsere optimale Höhe. Ja, und dann geht es jetzt hier gleich erstmal ganz entspannt weiter. Der Autopilot fliegt. Es ist jetzt erstmal kein schlechtes Wetter zu erwarten. Schlechtes Wetter soll es dann am Zielflughafen wieder geben. Da bin ich mal gespannt. Ich schaue mir auch gerade nochmal das aktuelle Meter an für Mexico City. Ja, also vom Wind her wäre es dann auf jeden Fall erstmal die 05 Right. Dann werde ich das auch gleich schon mal im FMC einprogrammieren, dass wir eine vernünftige Berechnungsgrundlage haben für die Ankunftszeit. Ja, und dann müssten wir jetzt jeden Moment hier Amsterdam oder Brüssel Radar rufen.